Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde. Wir sind im nächsten Level. Oh, neues Kapitel sogar. Wilde Jagd zur Glutspitze. Ich finde die Grafik ja trotzdem total nett gemacht. Doppelkirschen im Palastgarten. Bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Get your picture! So, wir sind ja noch ganz am Anfang. Oh! Na gut, das ist jetzt nicht ganz so schwierig. Wir haben zwei Buttons, wir haben zwei Typen. Dann würde ich wahrscheinlich sowas hier machen müssen. So, ja, genau. Und jetzt hier durch diesen Irrgarten hier durch. So, der eine muss hier rüber, der andere muss darüber. Dann wollen wir das doch mal ungefähr machen. Ah, gucken wir mal noch, was auf ihn. Was ist denn da drüben hier? Wieso ist denn der eingegraben? Ah! Guck mal, good to know. Wollen wir den mal als erstes wieder. Na? Da ist einer. So, kriege ich hier. Ah, na toll. Also sowas ist natürlich im anderen Level extremst viel einfacher. So. Wie kriege ich denn? Ah! Ich kann den pflücken. Okay, gut zu wissen. Ich habe gedacht, den muss ich jetzt genau wie die anderen Gegner, darf ich nicht berühren und entsprechend abschießen. Aber klar, ist natürlich bei dem jetzt ein bisschen schwieriger, wenn der abhaut. So, der ist gedrückt. Jetzt nur noch einmal hier durch. So, beide sind gedrückt. Und jetzt sollen wir beide wahrscheinlich hier runter. Der eine hier. Und der andere muss hier runter. So, gehen wir mal hier runter. Einmal. Okay, das ist natürlich cool. Oh, sowas gefällt mir. So, einmal. Schauen wir mal, was hier hinten versteckt ist. Ach, guck mal. Ein kleiner Diamant. Ich habe mich schon gefragt, wo die anderen sind. So, du einmal durch. Ist er hier auch durch? Ah, hier ist wieder ein Mauli. Haut er schon ab? Jawohl. Dann müssen wir ihn nur noch pflücken. So, ein zweiter ist gepflückt. Und jetzt müssen wir die nur noch, glaube ich, auf diese... Ach, hier ist wieder ein... Ah, damit geht der hier auf. So, einmal hier drauf. So, und jetzt beide auf die P-Blöcke stellen. Zack. Na, passt. Jawohl, wir sind wieder gemeinsam. Hallo, Bruder, gib 5. Und hier ist unser Stamm. Hallo. Oh, vielleicht haben wir es schon. Nee. Ein kleiner Tipp für findige Abenteurer. Du kannst beim Erkunden hinein und herauszoomen. Drücke beim Spielen Minus, um die Steuerung anzusehen. Okay, wo habe ich jetzt die Münzen vergessen? Ich habe doch eigentlich alles... War noch irgendwo welche versteckt, die ich vorher vergessen habe? Also, hier sind unsere zwei. So.
Hier waren unsere versteckten Münzen, die wir eigentlich recht akkurat eingesammelt haben. Schauen wir hier nochmal. So, hier war der erste. Dieses Mal sammeln wir wirklich alles ein. Wo waren die Münzen? Hier vielleicht im Eck noch eine? Nee. Dann schauen wir hier nochmal durch. Also ich weiß, ich habe die doch alle eigentlich eingesammelt gehabt, oder? Gucken wir trotzdem noch mal durch. Der hatte alles. Ich finde es schön, wie sie hier die Trennung so komplett forcieren. Durch die extra Mauern. Weil wahrscheinlich einige Spieler beim Testen, ja, beide auf eine Seite runterfliegen haben lassen. Und sich dann gewundert haben. Okay, also. Hier war eine versteckt. Die sollte ich eigentlich schon gehabt haben. Würde mich doch sehr wundern. So, den hier haben wir. So, hier war der versteckte Pilz. Noch irgendwas? Nö. Hier rüber. Na komm. Da ist der andere. Jetzt kommt wieder unser Mauli. Könnte hier noch irgendwo eine versteckt sein? Wie viel habe ich jetzt? 37. Hier sind noch 4, 8, 12, 16. Versteckt. Das gibt's doch nicht. Wo sind die Münzen? Ach stimmt, immer sehr hier rüber. So, der gibt eine Münze, sind 38. Ich brauche aber noch über 20, also. Wo können die versteckt sein? Mir fehlen 12 Münzen. Okay, mir fehlen 2 Münzen. Das gibt's doch nicht. Okay, ich mach mal kurz den zwischendurch und dann probieren wir es nochmal. Es gibt's doch nicht. Wegen 2 Münzen? Macht er mir? Ist hier oben irgendwo eine Münze versteckt? Okay, gucken wir erstmal, ob wir irgendwo den Tod sehen. Ich sehe ihn jetzt nicht. Okay. Hier irgendwo im Irrgarten, ich sehe ihn nicht. Na?
eine Münze noch, aber die. Die müssen ja irgendwo hier dazwischen sein. Also hier sehe ich den Toten nirgendwo. Ist das hier irgendwo? Ich hab getippt, dass er wahrscheinlich hier irgendwo. Warte mal, wo ist denn dieser Geheimgang hier? Der muss doch. Hier ist doch ein Geheimgang, richtig? Wie komme ich denn an den ran? Jetzt den Pixeltod höre ich jetzt auch nicht. Aber dieser eine Geheimgang interessiert mich jetzt hier schon irgendwie. Oh, jetzt höre ich was. Ach, da unten ist er. Sehr schön. Also, zwei Leben oder zwei Münzen fehlen uns. Das kann ich natürlich echt nicht lassen. Wir brauchen die letzten zwei Münzen. Hallo. Gut. Ah, gucke mal. Hier. Nee, da fliegen wir eh runter. So, und von hier aus gibt es. Da an der Seite gibt es einen. Also, wir werden jetzt mega akkurat hier vorgehen. Okay, hab keine. So, hier noch einmal durchgucken. Hast du irgendwo die Münzen? Da sind meine ersten Münzen. So, der gab auch noch mal. So, einmal. Dann haben wir hier ein bisschen zu machen. Oder muss ich ihn doch abwürfen? Nee. Ich meine, es gibt. Es gibt hier entsprechend die. Die bringen ja auch jeweils einen. Wo übersehe ich hier was? Also ich habe mir ja schon gedacht, dass einige Level echt schwierig werden, so vom Rätsel her. Aber das ist mir schon in Level 3 oder so passiert. Oder 5 sind wir jetzt gerade. Ist dann natürlich schon echt ein bisschen peinlich.
Okay, also ich kann ein bisschen manipulieren hier. Mit ZL. Aber ich kann halt nicht... Ist hier noch irgendwo? So, und das muss auf dieser Ebene hier sein. Oder? Offenbar doch nicht. Sieh dich um mit R. Also er ist schon abgestürzt, aber... Er halt noch nicht. Ah, ihn kann ich nur so ein bisschen schocken. Wo kann dieser eine sein? Hier ist der. Also, wir brauchen oben kriegen wir noch mal 10. Hier haben wir 14, 18, 22, 26, 30. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine einzige extra. Eine Münze extra. Eine fehlt uns. Kriegen wir die über den... Ich habe doch jetzt nichts anderes gemacht, jetzt könnte es lang. Wenn ich hier über den Gegner noch eine bekomme. So, der gibt mir einen Diamanten. Ich bin echt ein bisschen mischige, oder? So, hier ist freigeschaltet. Wir können runter. Das sind meine 40. Ich gehe trotzdem nochmal, aber allerdings ganz vorsichtig vor. Ist hier noch irgendein Geheimnis? Nein. So, jetzt ganz vorsichtig. Wir sammeln die hier ein. 52, 56, 60. An welcher Stelle habe ich jetzt den extra? Also wenn ihr wisst, an welcher Stelle ich das vorher jetzt falsch gemacht habe, dann seid bitte so nett, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare rein. Ich weiß echt nicht, an welcher Stelle ich die einzelne Münze irgendwie vergessen verloren habe. Weil hier sind unsere 10. Und wir haben es geschafft. Ja. Da ist unser Häkchen. Schwierig verdient. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich zur nächsten Runde. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.